Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Kurzgeschichte Nummer 15. Der Führerschein. Bevor die Geschichte losgeht, für dich die Information auf meiner Patreon-Seite kannst du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden und allen Kurzgeschichten finden. Du findest meine Patreon-Seite in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Max hatte sich entschlossen, endlich den lang ersehnten Führerschein zu machen. Die Idee, die Freiheit des Autofahrens zu genießen, motivierte ihn, die Fahrschule aufzusuchen. Dort traf er auf Herrn Korb, einen erfahrenen Fahrlehrer mit einem ruhigen Lächeln. Guten Tag, Max. Schön, dass du dich entschieden hast, deinen Führerschein zu machen. Ich bin Herr Korb, dein Fahrlehrer. Wie fühlt es sich an, wieder in der Schule zu sein? Begrüßte er Max freundlich. Max schmunzelte und antwortete: Ein bisschen wie in alten Zeiten, Herr Korb. Aber ich freue mich wirklich darauf, endlich meinen Führerschein zu machen. Herr Korb nahm sich Zeit, den Ablauf des Führerscheinerwerbs zu erklären und Max durch die verschiedenen Schritte zu führen. Zuerst benötigen wir eine ärztliche Untersuchung und einen Sehtest, um sicherzustellen, dass du fit für das Autofahren bist. Danach geht es mit dem theoretischen Unterricht los. Wir werden gemeinsam einen Lehrplan durchgehen, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Kenntnisse erwirbst, erklärte Herr Korb geduldig. In den darauf folgenden Wochen saß Max regelmäßig im Theorieunterricht. Der Lehrer, Herr Schneider, führte die Stunden mit Professionalität und Einfühlungsvermögen durch.
Max stellte fest, dass sich seit seinem letzten Schulbesuch einiges geändert hatte. Aber er genoss die Herausforderung. Eines Tages während einer Unterrichtseinheit über Verkehrsregeln fragte Max nachdenklich: Herr Schneider, gibt es große Unterschiede zu der Zeit, als Sie Ihren Führerschein gemacht haben? Herr Schneider lächelte und sagte: Oh ja, die Regeln haben sich im Laufe der Jahre geändert und es gibt mehr Verkehr auf den Straßen. Aber die Grundprinzipien bleiben gleich. Wichtig ist immer aufmerksam und vorausschauend zu fahren. Nach dem erfolgreichen Abschluss der theoretischen Prüfung begannen die praktischen Fahrstunden mit Herrn Korb. Max fand sich bald hinter dem Lenkrad wieder und sein Fahrlehrer half ihm, sich wieder an das Fahrgefühl zu gewöhnen. Sie fuhren durch die Stadt, übten Parkmanöver und meisterten gemeinsam verschiedene Verkehrssituationen. Während einer Einheit über das richtige Abbiegen sagte Herr Korb: Max, denk daran, die Spiegel zu nutzen und immer den Blinker zu setzen. Kleine Details machen einen großen Unterschied. Die Tage vergingen und die praktische Prüfung rückte näher. Max war nervös, aber Herr Korb beruhigte ihn. Du hast hart gearbeitet, Max. Vertrau auf dein Können und du wirst das schaffen. Der Tag der Prüfung kam und Max setzte sich mit Herrn Korb im Beifahrersitz ans Steuer. Die Prüfung verlief reibungslos und Max konnte sein Glück kaum fassen, als Herr Korb ihm mitteilte: Herzlichen Glückwunsch, Max. Du hast die praktische Prüfung bestanden. Du bist jetzt ein offiziell zugelassener Fahrer.
Max strahlte vor Freude. Die Anstrengungen hatten sich gelohnt und er konnte es kaum erwarten, die Straßen nun auf eigene Faust zu erkunden. Mit einem festen Händedruck und einem Lächeln verabschiedete sich Max von seinem Fahrlehrer Herrn Korb. Danke für alles, Herr Korb. Ohne Sie hätte ich das bestimmt niemals geschafft. Tausend Dank. Nun hatte Max den Führerschein. Was ihm fehlte, war ein Auto. Er und Mia wollten sich ein neues Auto kaufen. Sie waren sich jedoch noch nicht sicher, welches Auto. Wenn du wissen möchtest, für welches Auto sich Max und Mia entscheiden werden, dann sei gespannt auf die nächste Kurzgeschichte. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, möchte ich mich noch einmal bei allen meinen Mitgliedern bei YouTube und bei Patreon herzlich bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn du Learn German with Falk unterstützen möchtest, kannst du dies hier auf YouTube oder auf meinem Patreon-Kanal tun. Auf meinem Patreon-Kanal findest du außerdem alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden und Kurzgeschichten. Und jetzt die Vokabeln. Sich entschließen. To decide. Lang ersehnt. Long awaited. Schmunzeln. Smile. Zuerst. First. Sehtest. Eye test. Sicherstellen. To make sure. Einfühlungsvermögen. Empathy. Aufmerksam. Attentive. Lenkrad. Steering wheel. Meistern. Mastering. Abbiegen. To take a turn. Reibungslos. Smoothly. Auf eigene Faust. On your own. Na, wie hat dir die Kurzgeschichte gefallen? Hast du alles gut verstanden? Oder hattest du Schwierigkeiten beim Verstehen?
Falls du Schwierigkeiten hattest, kein Problem. Schau einfach auf meiner Patreon-Seite. Dort findest du alle Transkripte zu allen Kurzgeschichten inklusive Vokabelliste und Fragen zum Text. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed this short story. If so, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and you will never miss future episodes. Also, feel free to check my Patreon page. There you can find all transcripts to all short stories. Also, they will include all vocabularies and questions that will help you to understand the text better. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!